Tag zusammen! Heute gibt es mal wieder ein Ankündigungsvideo und Infovideo. Und zwar fangen wir mit der Info zuerst an. Es gab ja eine Gewinnspielauflösung und leider ist da nicht so alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und zwar sollten sich die Gewinner bei mir per Steam melden oder bei Tobi per Origin. Je nachdem, was ihr für ein Spiel haben wolltet. Leider hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Irgendwie habe ich keine einzige Steam-Nachricht bekommen. Obwohl ich Nachrichten bekommen habe, dass mehrere Leute versucht haben, mir welche zu schreiben. Weiß ich nicht, warum das so ist. Anfragen habe ich ja schon mal bekommen, Freundesanfragen. Das hat alles geklappt, also verstehe ich das Problem nicht. Jedenfalls machen wir es jetzt so. Alter, jetzt fahren natürlich die ganzen LKWs vorbei. Jedenfalls machen wir es jetzt so, dass die Gewinner sich bitte bei mir per YouTube-PN melden. Und dann halt den Key bekommen, den die gewonnen haben. Das wäre Jacqueline Hunt für Crysis für Steam. Dann hat ja gewonnen Mr. Extreme LP, Crysis 2 Origin. Redkind Geilan hat sein Spiel schon bekommen. Medal of Honor, das erledigt, haben wir schon geklärt. Marvin Haug muss ich noch ein Spiel aussuchen. Xovo muss ich noch ein Spiel aussuchen und Lukas E. muss ich auch noch ein Spiel aussuchen. Wenn ihr... Ja, weiß ich nicht. Ihr müsst euch auf jeden Fall ein Spiel aussuchen. Ihr habt ja gewonnen schließlich. Zu Yannick Santiago sage ich mal lieber nichts. Da hat sich jetzt rausgestellt, oder ich denke mal, dass es so ist, dass es ein Faker ist. Beziehungsweise es sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus. Er hat auch nicht mehr auf meine Anfrage geantwortet, mir seine Steam-IDs zu schicken. Also er und sein angeblicher Bruder hat er nicht gemacht, also kann ich auch nicht nachprüfen und somit würde ich sagen, ist er schon mal disqualifiziert und das heißt, zum nächsten Livestream werden wir noch einen anderen Gewinner raussuchen und der wird dann das Spiel, was übrig ist, noch gewinnen. Ja, dann sind wir die Spiele alle los und ne? Das war's eigentlich. Also alle Gewinner, ich schreibe die auch nochmal in der Videobeschreibung rein. Alle Gewinner bitte eine YouTube-PN an mich, dann bekommen sie als Antwort den Key mit dem gewünschten Spiel bzw. mit dem gewonnenen Spiel. Also Jacqueline hat ja Crysis gewonnen, Mr. Extreme hat Crysis 2 gewonnen und die restlichen Leute haben leider alle Crysis gewählt bzw. Crysis 2 und müssen halt... Ne, warte mal, war Crysis 2? Crysis 2 sehe ich gerade. Achso, ja, hier. Jacqueline Hunt hat Crysis 2 für Steam gewonnen und Mr. Extreme LP hat Crysis 2 für Origin gewonnen. Meiner Meinung nach war das so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so. Ich musste mir nochmal das Video angucken. Jedenfalls bitte per YouTube-PN bei mir melden mit Spielewunsch. Und jetzt kommen wir zu dem Ankündigungsteil. Und zwar findet morgen am 16.10. der 25-Stunden-Livestream statt. Wir mussten ihn vorziehen, weil Martin ist am Samstag nicht da und hat danach keine Ferien mehr. Das heißt, er wäre dann quasi gar nicht dabei beim 25-Stunden-Livestream. Und deswegen haben wir uns gedacht, ziehen wir das vor, dann sind wenigstens alle Leute dabei. Ich glaube, Loris hat Zeit, Tobi hat, glaube ich, auch Zeit. Ich weiß nicht, ob alle drei wirklich die ganzen 25 Stunden dabei sind, aber ich glaube, Martin will es versuchen. Und Tobi hat sich auch ganz viel Energy gekauft, also so ist es ja schon mal nicht. Ne? Ich werde auf jeden Fall auch dabei sein, 25 Stunden lang, hoffe ich. Und zwar findet, ja, jetzt kommen wir zu den wichtigen Infos. Also am 16.10. morgen, das ist Mittwoch, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, Mittwoch. Der Livestream beginnt um, sagen wir mal 23 Uhr am 16.10. und endet am 17.10. um 0 Uhr. Beziehungsweise dann ist es ja schon quasi wieder der 18.10. Das ist also so ein Paradoxon. Also am 16.10. um 23 Uhr beginnt der Livestream und geht bis 0 Uhr am nächsten Tag. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde auch gleich noch einkaufen gehen. Ich muss mir auch noch massenweise Energies kaufen und Chips und Instant-Nudeln und was weiß ich nicht alles. Ich habe mir schon Hotdogs geholt, also Hotdog-Brötchen und Würstchen und so, die ich mir dann während des Livestreams machen kann. Ja, das einzige Problem wird sein, dass es eine Unterbrechung geben wird, und zwar am 17. um 3 Uhr morgens, so kurz nach 3, wird der Livestream ausgehen. Das kann ich leider nicht verhindern, und zwar gibt es ja diese 24 Stunden Zwangstrennung.
Und da ist mir lieber, wenn es gleich am Anfang passiert, als wenn es irgendwann später mittendrin passiert und ich krieg's nicht mit, weil ich schon so müde bin. Also die Zwangstrennung wird so circa 3 Uhr sein. Schaltet dann nicht ab, das wird dann nach ungefähr 5 Minuten wieder losgehen. Das heißt also, es gibt eine 5-Minuten-Pause in dem Livestream, wo nicht gestreamt wird. Ansonsten wird durchgängig 25 Stunden lang gestreamt, wenn nichts schief geht. Ich kann ja nur dazu sagen, wenn nichts schief geht. Es ist natürlich wie immer nichts geplant. Wir werden auf jeden Fall Vize Beast Unleashed zocken. Wir werden auf jeden Fall Terraria zocken. Wir werden auf jeden Fall massig Server-Action machen. Andere Spiele weiß ich noch nicht. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ich habe DayZ jetzt installiert, beziehungsweise ich habe Arma 2 installiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es streamen kann, weil ich habe halt nur eine 16.000er Leitung. Damit ist mein Upload ziemlich stark begrenzt und wir müssen einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann lassen wir es sein, dann lassen wir uns was anderes einfallen. Wie gesagt, es ist wieder mal, wie immer bei uns, eigentlich nichts geplant, was mir auch am meisten Spaß macht. Ich plane nicht gerne sowas im Voraus alles komplett durch. Und sieht man ja auch an unserem Gewinnspiel, da läuft auch nicht alles wie geplant, aber es macht nichts. Es macht nichts. Ist doch geil. Gut, also Leute, morgen am 16.10. ab 23 Uhr seid ihr bitte dabei beim 25-Stunden-Livestream, damit ich nicht einpenne. Ihr müsst mich ja immerhin wach halten, ne? Ich denke mal, wir werden teilweise über Teamspeak kommunizieren, da könnt ihr auch dabei sein, wenn ihr wollt. Wenn Tobi nichts dagegen hat, ich denke mal nicht. Dann werden wir die Daten auch noch rausgeben. Ansonsten wünsche ich nochmal allen Gewinnern des Gewinnspiels herzlichen Glückwunsch und meldet euch bitte per YouTube-PN. Die Namen, wie gesagt, in der Videobeschreibung nochmal alle drin. Ich kann es auch nochmal sagen. Lukas E., Xovo, Marvin Haug, Mr. Extreme LP und Jacqueline Hunt. Bitte bei mir melden. Wenn Yannick Santiago sich's noch überlegt hat, bitte die Steam-ID von dir und deinem Bruder, wie hieß der nochmal? Du weißt, wen ich meine. An meine YouTube-PN. Weil dann kann ich überprüfen, ob ihr wirklich Geschwister seid. Und dann ne, sehen wir weiter. Alles klar. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Mir fällt jetzt nichts weiter ein. Morgen Livestream, ne? Denkt da dran. Gut, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Wünsche habt für den Livestream, bitte schreibt die mir unten in die Kommentare unter dieses Video. Das wäre richtig cool, stimmt, das könnt ihr auch machen. Bitte alle Vorschläge, alle Wünsche, alle Ideen für den 25-Stunden-Livestream in die Kommentare. Und ne, guckt weiter unsere Projekte. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wir haben auf jeden Fall Spaß beim Aufnehmen. Wir werden heute, glaube ich, auch noch ein bisschen was aufnehmen, denke ich mal. Und dann werde ich erstmal lange schlafen gehen, wahrscheinlich. Also, wir sehen uns dann spätestens morgen im Livestream. Bis dann. Ciao.